Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich mal wieder mit einem Update aus meinem Garten. Es ist jetzt schon Mitte Oktober. Wir haben bis jetzt einmal ganz leichten Frost gehabt. Tomaten und Paprika wären nicht mehr so richtig reif, aber wir hatten ja einen goldenen September. Hier liegen, man sieht unheimlich viele Äpfel rum. Alles das Schönste. Und ja, wenn man nicht den ganzen Tag damit beschäftigt ist, selbstversorgermäßig alles einzuwecken, einzufrieren, wo man natürlich für auch riesengroße Kapazitäten braucht, um zum Beispiel die ganzen Äpfel ja, einzufrieren oder auch selbst Platz und zeitliche Kapazitäten, die ganzen den Apfelsaft zu pressen, ne, und den Apfelsaft einzufrieren und platzmäßige Kapazitäten im Keller für Gläser, wenn man jetzt zum Beispiel Apfelmus einkocht. Also ja, am besten ist natürlich roh, maximal noch gefroren. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, das ist hier ein total leckerer Apfel, die fallen jetzt alle runter. Das ist Kaiser Wilhelm hier, das sind zwei Bäume. Bei der wahrscheinlich nicht, der ist von weiter oben runtergekommen vom Hang. Wir haben hier ganz viele Apfelbäume. Ja, und schmecken auch total lecker. Ansonsten, wir versuchen halt so viel wie möglich auch zu Saft zu verarbeiten. Der ist noch am besten zu, ja, für uns zu lagern. Ansonsten lasse ich die Äpfel auch einfach liegen. Durch den ganzen Winter durch. Da haben die Vögel was davon. Die holen sich immer was, wenn sie brauchen. Und wir haben festgestellt, hält sich am besten. Wir haben nicht so einen kühlen Keller, der ist ziemlich warm, leider wegen Heizung und so. Und da ist das Problem, dass wenn ich jetzt die Äpfel einlagern würde im Keller, wären die mögen aber nichts schlecht. Die halten sich am besten. Und wir haben es schon gehabt, dass die Äpfel noch im März, April, obwohl Frost war, die halten Frost aus, wenn die ordentlich angereichert sind mit dem Fruchtzucker, halten die auch Frost aus bis minus 10 Grad und erfrieren halt nicht, wenn die unter dem Schnee liegen. Man könnte die dann im Frühjahr einfach auch noch essen. Ansonsten schauen wir auch mal, was ich noch an Tomaten und sowas jetzt ernten kann. So, hier sind mal wieder meine Walnussbäumchen. Da ist noch einer. Da habe ich die Kartoffeln rausgeholt. Da wird noch eine Mauer gesetzt und ein bisschen mehr terrassiert. Und da kommt noch, habe ich noch schöne Erde da, die kommt da drauf. Und alles, was so an angefaulten Äpfeln ist, habe ich schon mal hier einfach, ja, weil die Komposter voll sind, zum Kompostieren gelagert. Und dann gucken wir mal, was so an Tomaten noch da ist. Manche haben jetzt keinen. Da ist noch was. Das ist eine, die werden jetzt nicht mehr so richtig schön reif. Man kann die auch ernten. Hier haben wir noch die kleinen gelben, die gelbe Birne. Und dann habe ich noch schön die schönen schwarzen. Sind sie, die werden rot und schwarz. Die kleinen roten Datteltomaten sind noch einige da. Wäre natürlich schön, wenn man noch mal ein paar richtig schöne Sonnentage hätte. So richtige Sonnentage, wo es wohlig warm wird unter dem Dach, da ist es ganz gut. Alle, die im Freiland stehen, sind jetzt teilweise schon gefährdet, dass sie eine Braunfäule kriegen. Ich schaue mal noch. Oh, hier haben wir die schöne schwarze. Das ist so eine dunkle Tomate. Black Prince heißt die. Schmeckt total aromatisch. Hat eine relativ harte Schale. Aber die schmeckt total aromatisch. Habe ich mehrere Pflanzen von. Haben wir halt hier die gelben Birnen. Und das hier, das sind die Larissa Gelb. Große Fleischtomaten. Ja, hier, die kriegen jetzt schon Risse. Durch die Kälte und die Feuchtigkeit. Aber die reifen noch. Müssen wir ein bisschen rausschneiden. Und die ist auch total lecker. Also eine richtig große, fast orange Fleischtomate, wenn die reif ist. So, dann gucken wir mal weiter, ob wir noch ein paar Paprikas finden. Bei den Paprikas habe ich jetzt noch mehr Bedenken, dass die Temperaturen nicht aushalten, wobei ich schon einige reingenommen habe. Die sind ja in Töpfen und die kann ich mir ja, auch drinnen nochmal nachreifen lassen. So, hier haben wir die Tomate, das ist die Buschtomate, die grüne Gurke, die blüht noch. Wenn es jetzt richtig schön warm wäre und ich hätte die im Gewächshaus, würde sie wahrscheinlich sogar noch viel mehr Früchte ansetzen. Allerdings, ja, habe ich den Platz nicht. Ich nutze das aus, was ich habe. Und jetzt sieht man es schon, die wird schon braun durch die Feuchtigkeit. Hier haben wir noch die Paprikas. Die fangen an, die reifen noch ein bisschen nach. Ich habe die hier unterm Dach, aber die Sonne fehlt ein bisschen. Die Paprikapflanzen, die ich drinnen mit im Haus habe, die haben natürlich bessere Chancen. Hier in meinem Kurkuma-Topf habe ich ja hier Kurkuma-Pflanzen.
Da habe ich auch noch ein Tomatenpflänzchen. Hier hat auch mal ein paar schöne große Tomaten dran. Haben sich jetzt noch keine braunen Fäule. Toi, toi, toi. Dann habe ich auch im Töpfchen meine Kürbisse. Aber wir haben auch noch größere. Die will ich pflanzen spätestens. Wir haben auch noch ein bisschen Tomaten. Spätestens, wenn der erste Frost kommt. So richtig böser Frost kommt, will ich mir natürlich meine Kürbisse noch reinholen. Wir haben auch schon viele gegessen. Ja. So, hier ist einer meiner Pfirsichbäumchen, die ich alle aus dem Kompost ausgebuddelt habe. Ich habe noch mehr davon. Und bei den Pfirsichen und bei allen getopften Pflanzen, also auch Weinstecklinge, die man gemacht hat oder sowas, die müssen im Winter rein. Also entweder müssen die in den Keller, kühl und dunkel stehen, oder noch besser natürlich, bevor der richtige Frost kommt, in die Erde. Ich bin jetzt noch auf Suche nach Standorten. Ich muss noch einige Bäume einpflanzen. Oder will die einpflanzen, weil ich natürlich nicht will, dass die erfrieren. Weil Bäume, immer dran denken, Bäume im Topf erfrieren die Wurzeln viel schneller, als wenn sie in der Erde stehen. Und auch im Winter ist die Gefahr der Austrocknung nämlich gegeben. Wenn sie nur im Topf sind und es gibt Wind, gerade durch Frost, trocknen die Wurzeln oder auch dieser kleine Topf, der trocknet viel schneller aus. Der Frost treibt die Feuchtigkeit oben an die Oberfläche, der Wind trocknet es weg und im 0, nichts vertrocknen die Wurzeln. Und dann hat man im Frühjahr, dann schaut man ein bisschen traurig, wenn dann die Pflanzen vermeintlich eingegangen sind, erfroren sind, aber teilweise sind sie auch vertrocknet. Ist mir selbst schon passiert, leider, mit Weinstecklingen, die schön angewachsen waren. Deswegen, ich versuche jetzt entweder alles reinzunehmen im Keller oder wie diesen Winter, wenn ich gar nicht da bin, ja, einfach raus in Freiland pflanzen und schau mal, ja, wie sich's antut, was draus wird. Wir haben jetzt auch hier, ich hole mal noch was, und zwar haben wir gerade, ich stehe hier unterm Baum und der ist jetzt ja so 20 Jahre und die Walnüsse werden hier von Jahr zu Jahr größer. Die Ernte wird natürlich auch immer mehr. Ja, der hat jetzt schon seine 6-7 Meter, wird er schon haben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Walnussbaum braucht so seine 10 Jahre, bis man die ersten Nüsse hat. Und dann sind sie noch klein und dann werden die halt immer größer. Ja, eigentlich die letzten Jahre haben wir schon immer welche gehabt. Aber letztes Jahr waren wahnsinnig viele dran, aber ziemlich klein. Dieses Jahr sind es nicht so viele, aber dafür sind die Walnüsse recht groß. Walnüsse sind was total, haben total gute Fette und Öle. Walnussöl ist ein total leckeres Öl, allerdings ich esse auch gerne so oder mache zum Beispiel eine Walnussmilch draus. Mit Haselnüssen habe ich es ja leider nicht so. Also ich esse unheimlich gerne Haselnüsse, aber durch die Allergie meide ich die. Obwohl wir auch in der Nähe einen riesengroßen Haselnussbusch haben. Das ist schon fast ein Baum, so hoch wie der ist. Also sind mehrere Stämme. Ja, die Kinder, ich versammle die schon und knacken die, aber ich esse die halt leider nicht. Aber dafür halte ich mich an die Walnüsse. Wir machen da auch ganz viele Böden davon für unsere Rohkosttorten, wenn wir es mal schaffen, welche zu machen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, das kann ich ja nochmal verlinken, über Subsistenz. Ne? Tolles Wort. Ich hatte jetzt mir vor kurzem, hab ich mir mal die Zeit genommen und ein Interview mit meinem Vater gemacht, der halt als Kind in der Subsistenz aufgewachsen ist, in der Selbstversorgung, bis zu seinem 14. Lebensjahr. Und ja, und er hat dann teilweise unter Tränen erzählt, wie schwer die Zeit war. Es war auch noch nach dem Krieg. Die mussten viel abgeben. Also hier in der DDR, ja, da war ja russische Besatzungszone, die mussten halt auch viel von ihrer Produktion abgeben. Und alles, was Überproduktion war, haben sie sich sozusagen, oder haben sich selbst versorgt davon, mit allem. Manche Sachen haben sie getauscht. Ja, und es war schon eine ziemlich harte Zeit und es war ständig Arbeit, von früh bis spät. Die hatten natürlich auch noch Tiere gehabt. Ich bin sowieso der Meinung, durch Tierhaltung ist natürlich die Selbstversorgung noch wesentlich erschwerter. Dazu könnte ich ja, mache ich nochmal ein extra Video. Warum, wieso, weshalb? Ich hatte auch schon mal das Video gemacht, Permakultur nicht nach Sepp Holzer. Kann ich vielleicht auch nochmal verlinken, da oder da, mal sehen. Dass ich halt nutztierfreie Permakultur mache. Den Grund dazu, ja, da werde ich am besten nochmal ein Video festhalten. Okay, das war's schon für heute. Vielleicht das nächste Mal aus dem sonnigen Süden. Dauert ja immer ein bisschen und ich bin ein bisschen gestresst, weil ja unser Flug bald geht und wir gucken mal, welche Permakulturprojekte uns dann dort erwarten. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.